Ey, die Farm ist so derbe geil. Ja, ja, sie ist geil. Oh Gott. Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott. Da hat doch Glow Squid, ich sehe einen. Also, jetzt das Wichtigste, das haben uns Robert schon tausendmal gefragt, wie würden wir es schaffen, Glow Squid herzustellen? Und dann eine Glow Squid Farbe? Müssen wir einfach nur ganz tief unsere Farm buddeln? Nö, die spawnen auch relativ oben an Wasseroberfläche. Oder vielleicht müssen die nicht auch bei dir drin schon spawnen? Nö. Die spawnen da überhaupt gar nicht. Warte mal ganz kurz. Glow Squids, oder das ist die Sache, dass das nur im Ocean dann geht. Muss ich mal gucken. Ocean oder Caves? Ich schau mal. Bin mir gar nicht sicher. Oh, ist das anstrengend. Aber das ist ja auch kein Problem, was sich nicht lösen lässt. Da finde ich was. Ah, Sekunde, pass auf, im Dunkeln. Ihr müsst das dunkel machen. Oder dann wenn es verdunkelt. Spawnen dann auch diese Dunkeltypen? Fische, Axolotl vor allen Dingen auch. Axolotl können, wenn Stein unten am Boden ist, drauf spawnen. Wenn ihr den Boden aus Cleanstone macht, dann können auch Axolotl wild drauf spawnen. Aber ihr wisst halt nicht, welcher dann eurer ist und welcher wild gespawnt ist, also von daher ist eigentlich egal. Macht's dunkel, ja. Ich wollte gerade sagen, eigentlich müsste doch. Aber spawnen dann da vielleicht auch, wie heißen sie? Browns? So, das war unsere Angst. Möglicherweise. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt durch Licht und ähnliches verhindern kann. Also die Sache ist die, wenn ihr genug Axolotl habt, dann müssen die alles zerfleischen da, auch wenn ein Drowned mal kommt. Wenn ihr so 20, 30 Axolotl drin Muschelben habt, dann müsste das eigentlich easy sein. Also Glow Squid spawnen im Dunkeln, ja. Sind ja Leuchtfische. Wollen wir das machen mit den Squids, Rumatra? Ich finde es irgendwie ultra low, wenn das dunkel ist. Dann sieht man auch die Axolotl und so nicht, ne? Ja, wir können aber unter den, ich weiß nicht, schwimmen Axolotl immer ganz am Boden. 6 Blöcke, sagt der Chat gerade. Da bin ich ganz sicher. 6 Blöcke für Creeper. Aber wir können auch einfach, wie machen wir das mit den Glow Squids? Okay, kurz mal, wir brauchen dein Brain. Kennt ihr das neue Glas, welches verdunkelt? Einfach oben drüber bauen. So, dann können wir trotzdem unten die Dinger haben, die? Weil wir haben unten gerade Glowstone reingeplatziert. Ach so, Ich würde den Glowstone eigentlich rausmachen. Ich weiß auch gar nicht, verhindert. Was ist going on? Anki? Anki, bleib mal wieder. Wir sind insane viele Tintenfische wieder drin. Ja, es ist krank. Also die Farm funktioniert ja unglaublich gut. Ich würde das mal sehen. Du müsstest mal sehen, wie viele Tintenfische hier drin sind, Max. So würdest du fast, du kannst es nicht fassen. Wie ist da der perfekte Abstand, dass am meisten Tintenfische uns so spawnen? Was heißt, dass am meisten Tintenfische spawnen? Also du solltest dich 64 Blöcke drüber stellen. Aber nicht... In der Luft. Auch seitlich? Geht auch das seitlich? Nee, ne? Ja, gut. Wenn du seitlich stehst, dann lädst du vielleicht noch irgendwas anderes mit. Seitlich würde vielleicht auch noch gehen. Also vielleicht nicht so effizient, wie wenn du direkt drüber stehst, aber kommt hin. Kannst du auch mal. Du kannst auch bei dir drüben deiner Dripstone-Ding stehen. Wenn das hier geladen ist, dann wird da Stück für Stück genug zusammenkommen. Also das meine ich nämlich auch. Ich hätte Folgendes überlegt. Wenn die Glowstones tiefer sind als 15 Blöcke, dann wäre ja hier oben unter der Wasseroberfläche noch trotzdem Lichtlevel 0. Ja. Hier ist gerade 5, 4, 3, 2. Wenn ich runtergehe, geht das dann langsam wieder hoch. Das heißt, also dass im oberen Teil der Farm die Glow Squids spawnen können und im unteren Teil nicht, weil es zu hell ist. Ich weiß aber Axolotl schwimmen immer so tief, wie es geht. Ist das schlimm? Nö, die würden ja dann, wenn sie was sehen, dann zu ihrem Ziel hinschwimmen wieder. Sicher? Wie lange ist die Reichweite? Weil die sind immer so tief, wie es geht. Das ist ein bisschen nervig. Nö, die tracken dann alles. Guck mal, die haben jetzt alles abgefrühstückt, egal wo was geschwommen ist. Patentenfische viel noch? Die frühstücken wirklich alles. Okay, dann bauen wir noch tiefer. Mhm. Machen dann tiefer den Glowstone und dann ist irgendwo in der Mitte Light Level 0 und da spawnen dann Glow Squids. Genau, aber ihr könnt trotzdem oben dicht machen, ne? Weil die Glow Squids spawnen glaube ich, im freien Wasser und die Drowns am Meeresboden, bin mir gar nicht ganz sicher. Nee, die können auch im Wasser spawnen. Können Leiter rein und drauf? Können aber eine Tür reinbauen. Drowns spawnen mitten im Wasser, die brauchen keinen Block unter den Füßen. Also tendenziell, entweder es können Glow Squids spawnen oder keine. Und wenn sie spawnen können, können auch Drowns mit spawnen. Na, wieder so ein Drown spawnt mit einem Messer, mit einem Helm und einem Brustpanzer, ja, dann tötet er einen Axolotl. Das spawnt einfach einen Full-Dia-Drown mit Schwert und der tötet alle unsere Axolotl. Wäre doch voll scheiße. Das gewinnen die auch nicht. Die sind zwar stark und süß, aber die gewinnen doch nicht gegen den Dia-Schwert. Naja,
Also die können sich regenerieren, zumindest wenn sie mal einen Hit gekriegt haben. Die Kunst ist es halt, dass man den down kriegt, bevor der es schafft, den Axolotl halt wirklich zu killen mit dem einen oder anderen Hit. Du hast sowas auch noch nie gebaut, ne? Aber ist aber momentan die stärkste Squid Farm. Ja, das ist das erste Mal, dass wir so ein Projekt hier haben. Ich glaube, das ist die stärkste Squid Farm, die wir je in Craft Attack hatten. Ja, und die ist so aus nebenbei entstanden, weil ich Axolotls cool fand und ein paar Fische haben wollte. Ja. Ey, es legt sich keiner hin. Ich könnte meinen Bildschirm zusammenschlagen. Ich könnte das komplette Setup verprügeln. Liege wie? Ab und zu habt ihr ein paar Aggressionsprobleme, oder? Du sagst aber auch nichts. Ja, der sagt auch einfach nichts. Ja, der sagt nichts. Wir hätten uns beide längst hinlegen können. Ja, 10 Minuten. Oh mein Gott, danke schön, danke. Oh, so dumm, Alter. Also wirklich. Ich stehe hier mit Spark neben 2 Betten und du sagst nicht, dass du Tag brauchst. Ja, ich bin krank. Ey, die Farm ist so derbe geil. Ja, sie ist geil. Die ist wirklich. Und Lachse cool. Und Tintenfische und die Axolotls kommen und fressen sie weg. Kann ja, genau. Machen, wenn, wir jetzt einfach mal, wenn wir jetzt alle beispielsweise weggehen würden oder irgendwo uns oben hinstellen würden, dann würden direkt neue nachspawnen. Welche Höhe müssen wir? 64 Blöcke drüber? Mhm. Also wir könnten auch einfach mal so aus Spaß jetzt mal alle kurz irgendwie hochfliegen auf den Dripstone. Auf das wir Dripstone haben keine Dripstone. Rockets mehr. Ich kann euch ganz kurz überleihen. Ja, leider ist es. Ja, da ein bisschen Backup. Und Max auch. Geht auch da. Ja, ich glaube, die reichen. Dann spawnen da so schnell so viele? Nee, ne? Pass mal auf, lass mal ganz gemächlich hoch zu Dripstone Farm düsen. Ich glaube sogar schon fast so weit weg, aber let's go. Ja, mit einer zweiten Rakete noch. So, du meinst aufs Dick da? Ja, also war für mich. Hab ich halt gesagt, Dripstone Rakete. So, ich werde noch Dripstone. So, das ist sogar eigentlich schon zu hoch jetzt hier. So. Und jetzt würde ich folgendes wahrscheinlich langsam runtergleiten und wenn jetzt kein anderer Spieler da war, dann müsste eigentlich wieder der Mobspawn-Algorithmus reinkicken und es sollten wieder neu da sein. Das ist auch dumm. Was? Warum wir die ganze Zeit schreiben, das ist ultra dumm. Ist so. Ja, lass kurz mal schnell gehen, dass ich kurz erklären kann. Musst du, ja. Dunkle Wasser ist alles der Fluss, oh Gott. Ja, dunkel ist alles Fluss. Wollt ihr, aber hier, dass der bis weiter als wo ihr den Sand habt, müsst ihr gar nicht, weil das ist weiter als 100 Blöcke weg. Das müsst ihr gar nicht mehr machen. Das ist nicht geladen, wenn ihr steht. Ist was nachgekommen? Nö. Doch, einer. Ja, okay. Hm. Vielleicht war Chef noch hier, den habe ich nämlich auch fliegen sehen. Wie weit muss man denn weg sein? Von bis mindestens 64 also bis 180? Also wie gesagt, 64 Blöcke war die Zahl, die im Raum stand, zum AFKan über nahe. Fischfarm mit Axolotl. Im Zweifelsfall kann man es einfach mal hochbauen. Lass einfach mal hochbauen. Baue ich einfach mal hoch, mach eine Plattform hin. Ich baue mich mal hier und baue mich jetzt mal hoch. 65. Mhm. Ah, guck mal nach unten, guck mal, was jetzt sind richtig viele Tintenfische wieder drin. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist ja geisteskrank. Ich glaube, hier oben der Baum hätte auch schon gereicht. Also hier, wo ich stehe hinter euch. Ja. Ich habe jetzt nicht gerechnet, aber guck mal, jetzt noch Lachse noch nachgespawnt. Oh mein Gott, Spark. Kann man irgendwie zoomen? Wenn du Optifine hast. Hab ich nicht. Dann nicht. Und guck mal, du siehst auch, wie die nachspawnen. Neue Tintenfische ist auch gerade nachgespawnt. Du siehst jetzt, wie die ganze Zeit am laufenden Band zerfleischen. Aber oh, das ist ja saubefriedigend. Das ist ja der Wahnsinn. Und hinten im Fluss spawnt nichts, Spark? Nee. Warte mal, können wir gucken? Nö, hier, ganz ehrlich, das reicht sogar schon. Das reicht sogar schon. Wenn ich jetzt mal versuche, nach hinten zu sehen, da ist gar kein, hinten im Fluss ist nichts mehr drin. Ich kann die Entities gar nicht sehen. Ein ganzer Fluss in diesem kleinen Becken, wo 20 Axolotls. Ja, ihr seid schon fertig. Ihr müsst gar nicht mehr Sand machen. Bleibt ruhig oben stehen. Also brauchen wir nur mehr Axolotls. Ja, also einfach Axolotl rein, AFK, fertig. Okay, rein, let's go. Wir brauchen mehr Axolotls. Weil guck mal, die kommen gerade gar nicht hinterher zu killen. Alles Blut, das Wasser ist rot. Ist das ein Traum? Das ist so geil. Alter, sind hier viele Tintensäcke. Und Fische. Oh, es ist ja so gut, Romatra, ne? Ich helfe euch mal das beim Axolotl sammeln und beim vor allem beim Tropical Fish Farm. Ja. Sind wir hier ein paar Wassereimer mit? Hier, ihr habt noch ein Problem an manchen Stellen. Schaut mal, hier hinten ist keine Wasserquelle an der Stelle. Die Inksacks, die bleiben da hängen. Wo da denn? Da ist kein Water Source Block hier hinten. Guck mal da am Glas. Hier unten drunter. Und da ist kein Water Source Block. So, stopp. Und ich, nicht reinhüpfen. Warte, ich setz mal rein. Geht das hier? Jetzt habe ich einen Wassereimer dahin platziert und es schwimmt lang. Jetzt schwimmt es hoch. Und jetzt wird es abtransportiert. Alter, das war gut repariert. Ist das geil, Alter. Wie viel hier spawnt und alles stirbt sofort. Es spawnt und stirbt und wird gefressen. Das ist aber auch sau viel. Ich fasse es nicht. Ja. Yep. Okay, also jetzt mehr Axolotl. Los. Genau, jetzt schaut euch Wassereimer, geht los. Okay, die große Axolotl. Ja, let's go. Alter, ist das geil. Ist ja wohl die geilste Farm.
Ich nenne die Farm, by the way, die Maxolotl-Farm. Gut. Weißt du, was mir daran gefällt, ist, dass Romatra nicht erwähnt wird. Ja. Ist immer so, ich bin dran gewöhnt. Kannst du ein Filtersystem machen, dass die Lachse rausgefiltert werden und direkt verbrannt werden? Ich kann alles machen. Oh, sorry, Spark, ich komme rein und du drippst anders. Was ist denn da los? Ich kann alles für dich machen, Reapers. Ey, da unten sind so viele Viecher drin, Max, guck mal runter. Brauchen halt mehr Axolotls, ne? Die kriegen die nicht kaputt. Brauchen mehr Axolotls. Reapers, pass auf, du wirst gleich gefressen von den Viechern. Das ist der Höllenpool da unten. Das ist der Höllenpool einfach. Ey, hier sind 20 Lachse drin auf einmal. Guck dir das mal an. Das ist der Wahnsinn. Hier, ich denke mal so 20, 30 und das reicht dann auch. Also, musst halt bedenken, ne? Die Axolotl zählen jetzt zur Spawncap von den Tintenfischen. Je mehr Axolotl du reinpackst, umso weniger Tintenfische kommen. Du musst halt genau die richtige Grenze finden. Ja, nee, pack Name, mach die. Wenn die Axolotl Name-Tags haben, zählen die nicht zum Mobcap. Dann spawnen so viele Tintenfische, wie als wenn kein einziger Axolotl da wäre. So, Achtung, und jetzt ist ein Drowned gespawnt und die Axolotl zerfleischen den. Die zerfleischen den einfach. Der arme Drowned, Alter. Was für eine Piranha-Höhle, die du da hast, Alter. Geil, oder? Das sind einfach Piranhas. Alter, das sieht so krass aus, wie dich alle verfolgen, Spark, ne? Holy. Ja, die wollen mich einfach. Die wollen mich zerfleischen. Ja, Hilfe! Sie wollen auf jeden Fall den Squid, wollten sie auch haben da. So, jetzt gucken wir mal rund. Oh, und jetzt kommen die Tintenfische. Oh, jetzt, guck mal, wie die spawnen. Guck mal, wie sie spawnen. Oh mein Gott. Es ist alles voll. Oh. Weg da. Oh, sehr gut. Okay, das spawnt was. Die sind alle hungrig, das ist gut. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Tintenfische eben mal gespawnt auf einen Schlag. Die werden jetzt alle weggefressen. Würde das jetzt dunkel machen und die Glowstones abbauen? Dann spawnt da auch. Ja, aber es ist doch gar kein Glowstone mehr sichtbar unten, ne? Nee, ich hab den schon abgebaut. Die Fackeln aus Glas ist auch Lichtlevel höher, oder? Naja, pass auf, ich würde folgendes machen. Das Glas an den Wänden zu Stein, aber auch nur die oberste Schicht, weil unten kommt es eh nicht durch, dass der Sand davor und oben drauf Tinted Glass. Dann baue ich jetzt hier, soll ich das Tinted Glass auf. Guck mal, Spark, soll ich das auf der Höhe bauen? So direkt drüber? Oder soll ich es eins höher bauen? Naja, seitlich kann ja auch noch Licht rein, ne? Du musst das auf der Ebene bauen, eigentlich ein Block direkt über dem Wasser, ne? Und hinten auch abschließend. Der Sand verdeckt, dass Licht reinkommt. Aber ich muss auch gleich noch hier einmal Wasser strömen, ich bin eigentlich ganz fertig. Alter, 5 Minuten sind um, sie essen wieder. Ja, guck mal hier die Items, die werden gut abtransportiert. Schau mal, wie die abtransportiert werden jetzt. So geil, ne? Es ist so eine geile. Ihr hattet das vorher gar nicht gemacht. Ihr hattet vorher überhaupt gar kein Abtransportsystem. Doch. Das ist alles gut reingekommen. Da ist wirklich kaum was übrig geblieben. Also ich glaube, da ist gar nichts übrig geblieben. Also ich habe nie Items im Wasser rumfliegen gesehen. Du weißt noch, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, da hatten wir tausende Stunden an so einer Farm gebaut, um diese Inkstex zu bekommen. Und es hat bei weitem nicht so gut funktioniert wie das hier gerade. Ja, weil es eine andere Technik war, andere Minecraft-Version. Manche Sachen hast du ja schon gesagt, ist vielleicht nicht so gut, wenn sich was ändert. Aber bei anderen Sachen ist wiederum gut, wenn sich was ändert. Closewoods habe ich noch keine gesehen. Dann scheint das Datapack wahrscheinlich die Spawn Rate anzupassen, der 1.18 schon. Was ja tendenziell eigentlich gut ist, weil das ist eigentlich der Plan, aber. Dann machen wir das Creeper dicht und bauen die Oberseite wieder ab. Dass wir richtig schön sehen, wie geil das ist. Okay? Ja, ich hätte oder noch länger testen. Ich würde erstmal noch ein bisschen warten. Ich hätte auch erstmal Michael ein bisschen gewartet. Ah, doch, Close Squid, ich sehe einen! Wo? Es ist einer drin, jetzt gerade unter dem Dings. Ich habe einen gesehen. Es funktioniert. Close Squids gehen auch. Ich sehe ihn auch, ich sehe ihn. Oh, und er wird so attacked, Alter. Es geht. Squid Farm. Oh, er wird so attacked, Alter. Jetzt haben wir Tintenfische, glühende Tintenfische, plus. Das ist ein geiler Schuss. Plus Lachse. Aber der wird nicht attacked, aber doch, jetzt ist er weg. Er ist tot. Auf einmal ist es dunkel. Alles leuchtet und auf einmal wird es dunkel. Schrecklich. Steffen, du bist nichts und auf einmal bist du ein lebender Tintenfisch in einem Piranha-Käfig. Dann ist es kurz hell, du wirst die ganze Zeit schon angeknabbert, auf einmal ist es stockfinster und du wirst zerfleischt. Also da, wo die Glowsquids spawnen, können auch Axolotl spawnen, wilde, ne? Ach, ich vor, das du heißt, da spawnen jetzt auch Axolotl die ganze Zeit. Da spawnen auch Axolotl, wilde. Well, da sag ich nicht nein.